Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Kleinen. Ich hatte mir das Knie gestoßen. Ich habe ein paar Tage frei gehabt, weil meine Frau, die war im Krankenhaus. Und dann habe ich die zwei Jungs genommen, die hatten ja Ferien, weißt du? Und dann habe ich die zwei Jungs über die Woche bei mir gehabt. Und deswegen war ich nicht arbeiten. Jetzt bin ich wieder den ersten Tag, jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Vorgeladen ist der Wagen nicht, was total scheiße ist. Aber das klappt ja bei mir auch manchmal nicht. Und deswegen, ja, müssen wir uns gerade erstmal reinfinden. Ich habe im Fach auf jeden Fall noch irgendwo so einen Karton. Den muss ich gleich noch hier runterschmeißen, weil er nicht abgegeben wurde beim Kunden. Losgemacht habe ich jetzt alles. Ich weiß nicht, wie viel Gestelle ich bekomme. Müssten wahrscheinlich 1, 2, 3, 4. Die, ich habe keine Ahnung. Müssen wir gleich mal schauen. Kann sein, dass das das ist. Wie gesagt, weiß ich aber nicht. Guck mal bitte, wie voll. Ja. Erster Tag heute. Es ist sehr warm. Wir haben, glaube ich, 19 Grad. Der Raimund kommt jetzt. Dieser Karton, der gehört schon zu einem Kunden, den ich gleich kaperisch. Kann das sein, kaperisch? Oder habe ich mich da verschaut? Verschaut, ich weiß es nicht. Eia. So. Dann legen wir das mal hier drauf. So, das ist das. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Kunden. Und das müsste jetzt normalerweise langsam losgehen. Das wäre auf jeden Fall total gut, damit ich hier wegkomme. Wir gehen jetzt gleich einen Milchkaffee holen und ein Brötchen. Ich habe heute Morgen es zu Hause auf jeden Fall nicht geschafft, mir irgendwas zu machen. Irgendwie habe ich heute Morgen nichts gebacken bekommen. Aber das habe ich ja meistens, wenn du so spät aufstehst. Boah, ich war wieder um 1 Uhr wach, um 3 Uhr wach. Oh, nee, ey. Warum werde ich so oft... Gut, Raimund. Warum werde ich so oft in der Woche wach? Ich habe echt keine Ahnung. Gut, dann schmeißen wir erstmal die Leerstelle runter und dann das Vollgut drauf. Ich habe die jetzt nicht festgemacht, weil die muss ich gleich eh wieder alle haben. Schieben wir mal die hinteren ein bisschen nach vorne, damit der Rainer da dran kommt. Normalerweise hasse ich das, wenn die Bänder hier überall dran sind. Ne? Wenn ich die Leerstelle lade, mache ich die Bänder immer überall ab. Das flattert dir komplett über das ganze Auto hier, geht mir so auf die Nüsse. So, das ist das. Das ist das, das ist das. Das gucken wir uns nachher an. So, und jetzt haben wir das eine noch. Das geht jetzt spitz hier rein. Dann haben wir 5 Stück drauf. Das gehört zu dem hier. Das ist, glaube ich, der letzte Kunde. Ja, ich hatte die Stelle immer schön in der Mitte stehen. Aber das kann ich nachher irgendwie umsetzen. Bedarf alles ein bisschen Zeit. Ja, ist natürlich eine Runde, wo du vorladen musst, ne? Und ich weiß es nicht, ey. Ist denen alles scheiße, ja, glaube ich. Ich weiß ja, wer mit dem Auto gefahren ist. Der sieht doch aus wie Sau irgendwie, als wenn der in der Matschbaustelle war. Ich war im Leben noch nie für die auf einer Matschbaustelle und der Wagen sieht aus wie die Pest. Ich habe den ja vorher gewaschen, ne? Ich war in der Waschanlage, aber irgendwie, keine Ahnung. Jetzt kommen ein paar Mann, damit man hier das Gestell ordentlich hier reinkriegt. So, ich hatte eben eine ganz andere Reihenfolge im Kopf. Wir fangen jetzt an mit Mechernich, das war klar. Aber ich dachte, der Hellental wäre zum Schluss, ist er aber gar nicht. Ich habe Bornheim zum Schluss, Hellental habe ich, glaube ich, hier direkt danach. Das heißt, das mittlere Gestell, was auf dem Motorwagen steht, das kommt nachher auch runter. Und vorne links das. Weil ich muss ja nachher sind sich irgendwie, steht hier 4 Gestelle laden, dann müssen wir gucken, wie das alles passt. Weil ich muss ja auch, wenn du zu den Kunden fährst, die haben ja auch immer was da rumstehen. Und die muss ja dann auch aufladen, ne? Weil die müssen ja auch weg. Und wenn nachher schon voll ist, dann lassen wir das Sinzig stehen. Aber das machen wir nachher, wie gesagt, zusammengerechnet wird zum Schluss. 7.54 Uhr sind wir beim ersten, 2,1 Kilometer. Das ist der Kunde, wo wir letztes Mal waren, wo wir die Scheibe getauscht haben, wo ich die mit... Ich habe die nicht mit eingebaut, aber ich habe mir das angeguckt, wie die eingebaut haben, ne? Hier ist ein bisschen eng. Ich kann mit dem LKW auf jeden Fall nicht auf das Gras fahren. Ich weiß nicht, wo ich dann lande. Hier ist ein bisschen Schotter eingebaut, da könnte ich schon drauf fahren, aber in der Regel mit dem LKW nicht auf einen unbefestigten Seitenstreifen, sonst hast du nämlich verloren. So sieht das nämlich aus. Genau, das ist der Mann, wo ich letztens geguckt habe, wo die Scheibe eingebaut haben. Da fahren wir jetzt zum Lager. Da schmeißen wir einen Bock runter, den habe ich hinten rechts draufstehen. Das müsste wunderbar gehen. Ja, da sind wir jetzt in 2 Minuten. Ein Böckchen haben wir jetzt abgestellt schon. Hier. Da haben wir das hingestellt. Ein leeres haben wir schon mitgenommen, siehst du?
somit bin ich schon wieder am Befüllen. Deswegen müssen wir nachher gucken, was geht mit den Leeren in Sinzig. Das gucken wir uns aber nachher an. Jetzt fahren wir nach Schleiden. Da haben wir ein ganz kleines Fenster für. Ich glaube, das ist das Fenster. Wenn mich nicht alles täuscht. Ein ganz, ganz kleines. Welches ich in meinen Seat Mii kriege auf der Beifahrerseite auf dem Sitz. Ja. Die Dinge musst du dann auch noch mitnehmen. Und die halten natürlich auf. Ne? Also ich finde ja, die Außendienstmitarbeiter, die fahren ja auch schon mal rum. Und die könnten ja dann so ein kleines Ding irgendwie mitnehmen, finde ich. Aber ich denke bestimmt falsch. Wie in den meisten Fällen. Ich habe hier ein ganz kleines Fenster runtergeschmissen. Das habe ich schnell gemacht. Palettenschein, also Gestellschein brauche ich hier nicht. Das war so ein einzelnes Ding. Und jetzt fahren wir nämlich zum... Genau. Jetzt gucken wir hier auf den Rollzettel, ob die Adresse auch stimmt. Ja. Alles klar. Ich schaue jetzt mal. Laut Navi muss ich normalerweise hier komplett durchfahren können. Aber ich weiß nicht genau, das gucken wir uns jetzt mal an. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Hellental und da haben wir zwei Böcke. Der Bock, der in der Mitte steht und der Bock vorne links. Und dann hat er auch bestimmt wieder Minimum eingestellt. Ja gut, gehe ich von aus. Wir haben heute noch einen ganzen Streifen zu fahren. Das wird spät. Der ballert seit neuestem das Auto immer so zu. Ja, ja, komm, ist gut. Der ballert das Auto so zu, das ist kein Moin mehr, ey. Scheiße, er kann sich damit das nichts mehr vornehmen. Das ist seitdem die Autos abgegeben haben, die haben ja zwei Stück. Ein Fahrer hat gekündigt, einer ist bei uns. Und der ist jetzt, ab dieser Woche, glaube ich, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fährt er hier mit. Aber das ist natürlich immer noch zu wenig, die haben vorher mit drei Autos gefahren. Ne? Naja. So, 12 Kilometer aus. Dann sind wir bei dem netten Herrn. Da müssen wir erstmal zwei Gestelle runterschmeißen. Eins auf jeden Fall mit Traverse, eins ohne. Weil eins ist ein A-Gestell. Und eins L, das machen wir mit Traverse. Und bei sowas geht natürlich auch mal Zeit drauf, ne? Dann müssen wir den Gestellschein wieder schreiben. Und dann haben wir den nächsten Kunden unten an der A48, glaube ich. Da müssen wir gleich mal kicken. Alles wird gut. Glaube ich. Glaube ich ganz fest. Ich glaube, der Mann ist gar nicht da. Hier bis wieder vorne zur Kante. Ja. Wird nicht drauf geachtet. Knapp, aber war gut. So, eins stellen wir hier vorne auf der Ecke, dann nehmen wir uns zwei Hölzer. Die hat der immer hier liegen. Ach, super. Dann nehmen wir nämlich ein volles da weg. Stellen wir ein leeres drauf und dann nehmen wir das A-Gestell und stellen das dann dahin, wenn das geht. Schauen wir jetzt gleich mal.
gut aus. Dann stehen die auch gerade, ne? Wüsste. So, dann nehmen wir das jetzt weg. Und eventuell passt dann das A-Gestell dahin. Müssten wir gleich mal gucken. So, hier müssen wir auf jeden Fall jetzt immer festhalten, sonst schlägt das gleich hier gegen die Fenster. Steht auf jeden Fall stabil. Hier stehen die drauf, hier stehen die drauf. Das Gestell ist nicht von uns. So, wir packen ein, machen das eine Gestell hinten fest, schreiben mal die Gestelle auf und dann weg. Fahren wir nach Kapperich. Da fahren wir jetzt hin. Und das machen wir total easy. Hier war jetzt keiner. Ich habe jetzt die Scheine alle im Briefkasten geschmissen. Der ist ja vorne an der Hauswand und. Oh, geht das? Ja. Scharfes Lenkmanöver. Du doofes Ding. Stimmt doch gar nicht. 75 Kilometer, 11:32. Ja, und danach haben wir noch einen Abholer und dann haben wir noch mal Bornheim, sowas. Da schauen wir mal. So, dann 75 Kilometer nach Kapperich. Guck mal hier. Vor ein paar Wochen noch alles grün und jetzt auf jeden Fall schon voll am Herbsteln. Ich finde das ja schön, ne? Eigentlich. Ich finde das jetzt nicht so schlecht. Heute ist übrigens sehr warm. Wir haben quasi, ja, hier haben wir 16 Grad, bei uns haben wir 20 Grad. Ich befinde mich ja hier quasi in der Eifel, in einer Eifel innen drinne. Wie schön das aussieht.
Der Winter steht vor der Tür. Wie geht es euch eigentlich? Wie war euer Wochenende? Erzählt doch mal ein bisschen was. Okay. Ja, also müsste ich normalerweise gleich in Sinzig. Wo ist das denn in Sinzig? Muss ich gleich mal gucken. Wenn das die Firma ist, wo ich immer hinfahre, die haben 4 Gestelle da stehen. Echt? Okay. Das muss man nachher mal abchecken. Platzmäßig könnte das alles wunderbar passen. Zeitmäßig eventuell auch. Lustmäßig weiß ich noch nicht, das gucken wir uns gleich mal an. Jetzt mal kommt das Wetter, wo das nur am Durchsicken ist, kann das sein? Wie viel Grad haben wir denn hier überhaupt? Hier haben wir 15 Grad, okay. 15 Degrees. Der Kunde, wo wir jetzt hinfahren, ich weiß gar nicht, war ich da schon mal? Ich kann mich an die Straße nicht erinnern, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht war ich für den schon auf einem Baustelle. Oder ist das ein privater? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Da sind wir jetzt. Ich glaube aber nur. Ich kann aber auch falsch liegen. Ist das der mit der Scheune? Das ist doch nicht richtig hier, oder? Hier unten drinne? Okay, da war ich noch nie. Ich fahr rückwärts rein. Ich weiß gar nicht, ob das ein... was das für Gestelle sind. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Da sind, glaube ich, keine Kleber dran. Wie gesagt, muss ich jetzt erstmal gucken. Dann kann ich die mitnehmen. Ansonsten bleiben die stehen hier. Hier rum müssen wir mal ein bisschen schneiden. Das geht. Okay. Das ist total gut. 83 Kilometer, 13 Uhr, Sinzig, Gestellabholung. Der Kunde, wo wir jetzt hinfahren, da war ich ja die Tage schon. Und da haben wir ein Gestell hingebracht, da waren so ein paar Klamotten drauf. Und da hätte ich ja eigentlich, da war ich ja einmal da. Jetzt muss ich einen Umweg fahren dafür, ne? Da war ich einmal da und hätte die Gestelle mitnehmen können. Und jetzt kann ich es nicht gebrauchen. Jetzt muss ich dahin. Das haben wir jetzt alles aufgeladen. Jetzt haben wir Bornheim Rösberg. Rösberg, ein Gestell, ein A-Gestell. Haken dran. Und fertig. Rösberg, da waren wir jetzt gerade. Enge Straße, gegenüber parkende Autos. Die Einfahrt total schmal und nach 3 Metern oder so fängt direkt vor der Arm. Dann geht da eine dicke Leitung durch den Hof. Da muss ein Stapler hin. Das habe ich gerade am Telefon gesagt. Der sagt, ich soll das in die Einfahrt stellen, aber das ist einfach nicht machbar, weil da fahren Busse, ich stand so schon im Weg und du kannst nicht einfach mal so für, keine Ahnung, das dauert ja locker mal 10 Minuten, bis ich mit allem fertig bin, 10 bis 15 Minuten, mal so eine Straße sperren, ich komme in Teufelsküche. Ich hätte mich normalerweise dann gegenüber hingestellt, aber wie gesagt, da standen Autos und kurz mit dem Arm dann über die Straße wäre, hätte ich gemacht, aber wie gesagt, wenn da Autos stehen oder so,
Und fraglich wäre natürlich gewesen, ob dann Busse vorbeigekommen wären. Das ist ja auch noch so eine Sache. Also einfach so eine Straße sperren mache ich sehr ungerne. Ich helfe natürlich immer, wo ich kann, aber das war jetzt nicht machbar. Dann müssen sie Stapler bestellen. Wie gesagt, der Raimund fährt ja dreimal die Woche da, aber die haben ja zwei Autos jetzt weniger. Das ist ja auch nicht, da kann ich auch nichts für, ne? Verstehst du? Und mit dem Kran kannst du sehr viel machen, aber auch nicht alles. Du kannst auch mit dem Stapler sehr viel machen, aber auch nicht alles. So. Und dann brauchst du eben Stapler und Kran. Ne? Und das war jetzt gerade mal nichts für mich. Wir sind auf dem Hof um, ich habe schon abgesprochen, dass wir morgen laden. Fangen dann an mit Jülich, glaube ich. 36 Kilometer, 15:06. Wir fahren jetzt die kleine Umleitung, weil die 61 schon gesperrt ist. Wir können ja jetzt gleich nicht hier hochfahren. Fahren wir hier drunter und dann fahren wir dann hier wieder hinten auf die 61 bis Kreuz Kerpen. Dann fahren wir Richtung Aachen-Elsdorf runter und dann... Wie es wieder aussieht, ey. Kannst du keinem erzählen. Das Gestell habe ich ja gerade nicht abladen können. Eigentlich total schade. Die Straße war auch zu eng. Ich hätte alles sperren müssen, habe ich ja eben erklärt. Ich habe gerade schon für meinen Feierabend... Das ist der Raimund. Das ist Raimund sein Auto, der vorher bei Ventana gefahren ist. Der fährt er jetzt bei uns mit dem Stapler hinten dran. Da ist er. Das ist der Raimund. Der Jute. So. Ich nehme jetzt meinen Schlüssel, meinen Rucksack, meinen Tagesbericht. Was habe ich noch? Das. Und dann werden wir schön Feierabend machen. Ich muss unbedingt was holen gehen in der Stadt. Und auf jeden Fall. Ich habe meine Jacke im Rucksack. Ich habe meine Jacke im Rucksack, weil es ist sehr schwül. Ja.